FDP, Grüne und Linke fordern unisono einen Afghanistan-Untersuchungsausschuss. Der soll Verantwortliche für das Chaos nach dem Truppenabzug benennen. Die Opposition spart derzeit überhaupt nicht mit Kritik an der Regierung wegen des Afghanistan-Desasters. FDP-Chef Lindner mit deutlichen Worten. Ja, meine Damen und Herren, Afghanistan, das wird bei uns in unserer Fraktion, wie ja auch in der Sondersitzung des Deutschen Bundestages, das Thema sein, das wir schwerpunktmäßig besprechen und beraten werden. Wir sehen, wie vermutlich wir alle, die dortige Situation mit ganz großer Besorgnis und Bestürzung. Den Soldatinnen und Soldaten unseres Landes, die dort seit Tagen Übermenschliches leisten, gebührt unser aller Dank. Heute gibt es einen Sondergipfel der G7, wie Sie wissen. Von dort muss ein klares Signal ausgehen. Der Westen muss Verantwortung übernehmen für die Menschen, die sich auf den globalen Westen verlassen haben. Das sind wir diesen Menschen schuldig. Konkret heißt das, dass nichts unversucht gelassen werden darf, um auch über den 31. August hinaus zu evakuieren. Wir müssen zudem die Gelder für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen aufstocken. Und hier sind auch die Vereinigten Staaten von Amerika an ihre Mitverantwortung zu erinnern. Geografisch mögen die USA weit entfernt sein. Politisch sind sie unmittelbar mit einbezogen aufgrund der Art und Weise, wie sie das Land verlassen haben. Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Maas haben ja sich zu ihrer politischen Verantwortung bekannt. Das reicht allerdings nicht aus. Es reicht nicht, nur politische Verantwortlichkeiten zu benennen. Es müssen daraus auch Schlüsse gezogen werden. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, jedenfalls in die Amtsführung der beiden Minister, ist aus unserer Sicht nachhaltig beschädigt. Klar ist, mit dem Ende der Evakuierungsmission muss eine vollumfängliche Aufklärung über die Entscheidungen bzw. die Nichtentscheidungen beginnen. Denn die Bundesregierung hat bei der Evakuierung der Ortskräfte kläglich versagt. Auch im Vergleich zu anderen Nationen hat Deutschland als die Nation, die zweitgrößter Truppensteller war, versagt. Und das muss aufgeklärt werden. Wir haben ja als Fraktion der Freien Demokraten bereits vor Monaten hier im Bundestag ein unbürokratisches Aufnahmeverfahren für die Ortskräfte angemahnt. Das wurde seinerzeit abgelehnt. All das muss in der nächsten Legislaturperiode auf den Tisch, muss transparent gemacht werden. Wir sprechen uns für einen Untersuchungsausschuss aus, damit wir auch die Möglichkeit haben, beispielsweise Zeugen zu vernehmen und Akten einzusehen.